Schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist bei uns im Blick in die Bibel. Ich freue mich, preis dem Herrn, freue mich natürlich auch, dass ihr da seid, ganz klar. Es ist ein Gerücht, okay, wenn es heißt, dass ich auf der Jagd war, weil ich letztens nicht im Gottesdienst war. Ja, der hat sich heimlich verdrückt und sitzt im Wald und schaut nach Rehlein aus oder nach Wildschweinen. Das ist nicht wahr. Im Gegenteil, ich hatte tatsächlich einen grippalen Infekt und der Herr hat mich innerhalb von wenigen Tagen davon spontan geheilt. Das ist unter anderem ein Thema heute. Denn was mir geholfen hat, das hilft vielleicht dir ja auch. Amen. Okay, da gibt es Dinge zu wissen und zu lernen. Man lernt da nie aus. Und ich habe mir gedacht, müssen wir drüber reden. Aber nicht nur jetzt über mich, sondern über das Wort Gottes natürlich. Denn du kannst zwar Inspiration aus meiner Geschichte beziehen, aber Glauben und Wahrheit, ja, Glauben kannst du aus dem Wort Gottes beziehen. Amen. Deswegen müssen wir uns anschauen, was das Wort Gottes zu diesen Dingen sagt. Und wenn dann mein Erleben mit dem Wort Gottes übereinstimmt, dann können wir tatsächlich was lernen. Amen. So, also meine Botschaft heute Morgen, die heißt auf jeden Fall, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Oder wenn dein Glaube angegriffen wird. Denn der Glaube wird immer wieder mal angegriffen. Der Glaube Christi ist angegriffen worden, der Glaube von Petrus, von allen Jüngern, von allen Aposteln, von allen Christen in allen Zeiten. Bist du keine Ausnahme. So, und da musst du dann natürlich irgendwie mehr Stabilität beweisen als zu viele andere. Viele sind begeistert, wenn wir im Lobpreis sind, wenn wir singen, heben die Hände hoch und danken Gott. Die Gefühle sind wunderbar. Ne? Gute Emotions, gute Vibrations. Aber wenn mal die Welt auseinanderfällt, dann fallen oft diese Leute auch auseinander wie ein Koffer für 2,49 Euro. Okay. Und das soll nicht so sein. Dein Glaube sollte, dein Leben sollte stabiler sein als das. Amen. So, was ihr hinter mir seht, ist offensichtlich, da haben Erschütterungen stattgefunden. Da ist das Leben von jemandem auseinandergefallen. Die Trümmer sehen wir hier im Vordergrund. Wir wissen nicht genau, was für Leute das da sind, die da auf der Straße kommen. Sind es Helfer? Sind es einfach nur Passanten? Sind es Zombies, die denen, dessen Leben hier auseinandergefallen ist, auch noch fressen wollen? Wir haben hier hinten auf jeden Fall ein Leben in Scherben. Und derjenige, den es betrifft, der steht jetzt auf der Straße, es ist dunkel, sein Leben ist kaputt. Wo geht er hin? Er weiß nicht, wer auf ihn zukommt, Freund oder Feind. Und wie gesagt, es kann dir als Christ genauso passieren. Ist Jesus passiert, kann dir passieren. Was dann? Jetzt bleiben wir natürlich hier nicht, weil das wird zu depressiv, Amen. Na, zum Schluss kriegt ihr immer längere Gesichter und ich probiere besser zu predigen und zum Schluss wird es ganz komisch. Wir machen es deswegen anders, wir gehen an einen anderen Ort. Ihr habt jetzt die Wahl, okay? Gehen wir an eine andere Stelle in der großen Stadt, wo es schöner ist, oder gehen wir in die Natur? Natürlich. Gut, alles klar, ihr habt entschieden. Prima. Da gehen wir hin. Wir ziehen uns zurück in die Natur. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das steht übrigens in der Bibel, das ist Psalm 22. Ist ein messianischer Psalm. Und in diesem messianischen Psalm spricht der Messias und er betet. Und das hat ja auch Jesus am Kreuz ausgerufen, wenn ihr euch erinnert. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wenn Jesus sowas äußert, dann kann sein, dass dir sowas auch passiert, dass du versucht bist, auch so etwas zu sagen. Jetzt steht es tatsächlich im Psalm 22, ab Vers 2. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Meine Rettung ist fern von den Worten meines Gestöhns. Und dann geht's weiter. Du aber bist heilig, der du wohnst in den Lobgesängen Israels. Und dann geht's weiter. Du hast unsere Väter gerettet damals. Wir sehen hier das Vorgehen eines zutiefst bedrängten Menschen im Gebet. Er sagt also Gott, wie was Sache ist. Herr, ich fühle mich von dir vollkommen verlassen. Nicht nur fühle ich mich verlassen, ich bin verlassen. Ich hänge hier am Kreuz sozusagen. Das ist ein ziemlich gottverlassener Ort. Und dann sagt er, ich schrei und tue, ich bete am Tag, bete ich in der Nacht, bete ich und es kommt nichts. Und dann sagt er weiter, du aber bist heilig, der du wohnst in den Lobgesängen Israels. Er legt Gott seine Probleme nicht zur Last. Hast du das gehört? Er beschuldigt Gott keiner bösen Taten. Gott, du bist schuld, dass ich hier hänge. Das macht er nicht. Es ist wichtig für dich, wenn du Gottes Hilfe in diesen Krisenzeiten haben willst, wenn dein Leben auseinandergefallen ist,
dann dürfst du Gott keine bösen Taten zur Last legen, sondern dann musst du festhalten, Gott ist gut. Und er hat gute Pläne mit uns, sonst hätte er keinen Erlöser gesandt. Sonst hätte er uns verrecken lassen. Hat er aber nicht gemacht. Er hat einen Erlöser gesandt, der uns rettet. Auch wenn es jetzt sich so anfühlt, als wäre die Erlösung weit weg, ist trotzdem Gott immer noch gut und arbeitet hinter den Kulissen an unserer Rettung. Das ist absolut wichtig. Diese Grundüberzeugung, die musst du unbedingt festhalten, egal was deine Gefühle sagen, egal was deine Gefühle schreien. Denn auch wenn es total dunkel aussieht, Gott ist immer noch auf dem Thron, er ist immer noch bereit zu helfen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir in der Lage sind, über diese Dunkelheit wegzublicken. Das macht der Psalmist jetzt auch in den nächsten Versen. Er erinnert sich dran, du hast seinerzeit unsere Väter gerettet. Er erinnert sich an die Rettungen Gottes, die in der Bibel stehen. Das machen wir auch. Daraus beziehen wir Energie, Kraft und Glauben, der uns dann zu überwinden hilft. Das ist es nämlich. Ja, wie kriege ich meinen Glauben dazu, die Beziehung zu Gott, die Verbindung zu Gott herzustellen, zum Heil Gottes herzustellen, zum Lagerhaus der Erlösungen Gottes herzustellen, dass dann Erlösung fließt. Interessiert es irgendjemanden? Okay, da, 2, 3, 4, mehrere, alles klar. Gut. Natürlich, deswegen sind wir hier, weil uns diese Sachen interessieren. Gut. Jetzt pass auf. Ich gehe jetzt mal auf Jesus ein, bevor ich auf mich eingehe, dann verstehst du das besser. Jesus, der Christus, der gewaltige Gebetserhörungen hatte, der Tote aus dem Grab gerufen hat, der Lahme, Blinde, Gebrechliche, Blindgeborene, alle möglichen Krankheiten und Gebrechen geheilt hat, der Dämonen ausgetrieben hat, der rief zum Schluss, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es passiert in den besten Familien, dass der Glaube angefochten wird. Und jetzt pass mal auf. In Johannes Kapitel 13, da findet das Abendmahl statt, Passamahl. Dann hält Jesus eine lange Predigt. Die steht in Johannes Kapitel 13, in Kapitel 14, 15, 16, 17. Kapitel 18 stehen sie auf und gehen nach Gethsemane. Jetzt, in Kapitel 14, Vers 27, sagt Jesus, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich. Also Frieden lässt er uns, seinen Frieden gibt er uns und er gibt nicht, wie die Welt gibt. Wie gibt die Welt? Die Welt gibt dir und dann nimmt sie wieder. Und Jesus sagt, so gibt die Welt. Aber ich gebe nicht so. Wenn ich was gebe, dann gebe ich's. Basta. Bist du froh drüber? Ja, wenn Gott dich rettet, dann bist du gerettet und fertig. Wunderbar. Und Jesus sagt jetzt also, nicht wie die Welt gebe ich, sondern ich gebe euch meinen Frieden. Frieden lasse ich euch. Und nicht wie die Welt gibt. Und jetzt pass auf. Das war in Johannes Kapitel 14, Vers 27. Jetzt gehen wir zu Markus Kapitel 14, Vers 33. Jesus sagt übrigens in Johannes 14 auch, werdet nicht, was sagt er? Seid nicht besorgt und werdet nicht geängstigt. Und jetzt sind wir in Markus Kapitel 14, Vers 33. Jesus nimmt seine engsten Jünger mit in Gethsemane mit und er führt sie abseits von den anderen Jüngern. Und da steht jetzt, und er wurde sehr betrübt und sehr geängstigt. Also gerade sagt Jesus, werdet nicht betrübt und nicht geängstigt. Und jetzt ist der, der das gesagt hat, selber betrübt und geängstigt. Seid ihr noch dabei? Merkt ihr da was? Der Glaube Christi wird hier angefochten. Seine Emotionen sind extrem angefochten. Er sagt sogar zu seinen Jüngern, meine Seele ist betrübt bis zum Tod. Stell dir das mal vor. Ich würde mal sagen, der ist angefochten. Jesus sagt in Kapitel 16, Vers 23, Johannes 16, 23, was immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Und jetzt ist Jesus in Gethsemane selber und betet. Und er sagt, Vater, wenn möglich, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber wir wissen, dieser Kelch ist nicht an ihm vorübergegangen. So Jesus hat also selber nicht bekommen, um was er gebeten hat. Zu seinen Jüngern sagt er, bittet den Vater, was ihr wollt. Und dann bittet er selber den Vater und bekommt es nicht. Seid ihr noch da? Wir sprechen hier also von Anfechtungen, die dich buchstäblich strangulieren. Sachen, die völlig gegen das Wort Gottes zu sein scheinen.
Seid ihr noch da? Wir haben es ja also mit extremen Emotionen zu tun, mit extremer Anfechtung, wo das Wort Gottes aussieht, als würde es nicht funktionieren. Schlimm. Und was macht jetzt Jesus? Jesus betet. Jesus hat einen Bund mit Gott. Wir sind jetzt Teilhaber dieses Bundes. Das ist wunderbar. Aber Jesus, als er hier betet, kommt jetzt nicht an und sagt, Vater, du und ich, wir haben einen Bund miteinander. In diesem Bund steht, er wird seinen Messias immer auf Rosen gebettet durchs Leben gleiten lassen. Wisst ihr, warum er das nicht sagt? Weil es in der Bibel auch gar nicht drinnen steht. Da stehen andere gute Dinge, aber er führt sie nicht an. Er sagt nicht, Vater, du bist der Herr, der mich heilt, heil mich von diesen schlimmen Emotionen, irgendwie solche Sachen, das macht er alles nicht. Sondern er betet anders. Er sagt, Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, wenn es irgendwie möglich ist, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das ist grundsätzlich schon mal gut. Wenn du nicht weißt, was der Wille Gottes ist, dann sagst du, Vater, ich hätte gern das, ich hätte gern dieses, aber dein Wille geschehe und nicht meiner. Denn vielleicht musst du durch bestimmte Härten durchgehen. Paulus musste durch Seenot gehen. Er musste durch Gefangenschaft gehen, durch diese Dinge. Aber das wurde zu einem größeren Segen. Und wir wissen natürlich, Jesus musste ans Kreuz. Und ich bin heilfroh, dass er es gemacht hat. Denn deswegen stehen wir hier, deswegen stehe ich hier und deswegen sitzen wir hier. Deswegen hören wir diese Botschaft. Amen. Weil er bereit ist, Erlösung zu erkaufen bis zum heutigen Tag. So, Jesus hat gebetet. Er hat seine Gefühle vor Gott gebracht und er ist dran geblieben. Er hat dreimal dasselbe gebetet. Und er hat immer noch keine Erleichterung bekommen. Aber dann hat er eben doch Erleichterung bekommen. Es heißt in Lukas Kapitel 22, Vers 43, ein Engel erschien ihm vom Himmel und stärkte ihn. Finde ich gut. Wenn mir in der Stunde meiner Not ein Engel erscheint und mich stärkt, dann weiß ich, Gott hat mich nicht verlassen. Aber jetzt lese mal Vers 44. Ich habe jetzt Vers 43 zitiert. Jetzt lese mal Vers 44. Na, und er war in ringendem Kampf. Obwohl der Engel vor ihm steht, ist er im ringenden Kampf. Und sein Schweiß wurde wie Blutstropfen. Also er hat Blut geschwitzt, obwohl der Engel da war. Es wurde erst nach und nach besser. Dann, als der Engel die Botschaft gebracht hat, als der Engel mit Kraft kam und ihn gestärkt hat, war er wieder gut drauf, hat er sich den Schweiß getrocknet und war wieder vollkommen ausgeglichen. Das sehen wir daran, wie er weiterhin reagiert hat. Als er dann nämlich verhaftet wurde, war er nicht mehr ängstlich, war er nicht mehr bestürzt, ging er mit, er war gefasst, er war voller Kraft, er war souverän. Als er am Kreuz hing, hat er den Leuten, die ihn gekreuzigt haben, vergeben. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Das musst du erst mal können. Das kannst du nur, wenn du innerlich im Gleichgewicht bist. Wenn du nicht voller Angst bist und voller Stress bist und durchgeladen bist und nicht weißt, was du machen sollst. Amen. Gut. Wie hat jetzt der Herr diesen Engel dazu gebracht, zu ihm zu kommen und seine Situation vollkommen radikal rundheraus zu ändern? Denn dieser Engel, der hat den Unterschied gemacht. Seid ihr dabei? Also wir müssen uns jetzt vielleicht ein bisschen anstrengen im Kopf, aber bleibt dabei, das lohnt sich für dich. Jesus bittet und sagt, Gott, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und der Vater sagt, m-m. Und dann kommt dieser Engel. Ich sage euch mal was. Ich sage euch ein Geheimnis. Jesus hat den Vater um Kraft aus dem Himmel gebeten, um einen Engel, der ihn hier unterstützt. Bilde ich mir das nur ein oder woher weiß ich das? In Matthäus Kapitel 26, ich denke, es ist Vers 53, da wird Jesus verhaftet. In dieser monddurchschienenen Nacht klirrt und klappert es, während die Soldaten auf Jesus zukommen und Jesus verhaften wollen. Die Gartentür quietscht, als sie aufgeht und die Soldaten strömen herein. Judas geht auf Jesus zu, küsst ihn, Rabbi. Und dann kommen schon die Soldaten und greifen ihn. Petrus sieht, was passiert und er zieht das Schwert und er haut auf den ein, der hier Jesus festhält und haut ihm das Ohr ab. Erinnert ihr euch? Und Jesus dreht sich sofort zu ihm um und sagt, steck das Schwert weg.
Denn die, die das Schwert nehmen, die werden durchs Schwert umkommen. Gilt für die Angreifer, nicht für die Verteidiger. Hast du mich gehört? Okay? Diejenigen, die das Schwert nutzen und mit dem Schwert angreifen, die werden durchs Schwert sterben. Kann also gut sein, dass du in einer Verteidigungshandlung dann Schaden nimmst. Aber Jesus sagt hier zu Petrus, greif den hier nicht an, sondern lass dein Schwert stecken. Siehst du das nicht? Es sind Hunderte und du bist einer. Du wirst sterben, wenn es hier weitergeht. Du versaust gerade den Plan Gottes. Petrus, steck dein Schwert weg. Steck deine Glock wieder ein. Denn es war eine Waffe, verstehst du? Der schießt ihm hier ins Bein, so quasi, jetzt mal auf die Moderne übersetzt. Und Jesus heilt den Mann wieder. Petrus steckt das Ding wieder weg und dann rennen sie auch schon alle davon, die ganzen Jünger. Aber Jesus sagt ja einen entscheidenden Satz zu Petrus. Er sagt, weißt du nicht, dass ich sogar jetzt noch den Vater um 12 Legionen Engeln bitten könnte und er würde sie mir stellen? Jesus sagt, weißt du nicht, dass ich jetzt noch um Unterstützung durch Engel bitten könnte? 12 Legionen, eine Legion sind 6.000, also eine Armee, ja. 6.000 mal 12 sind wir bei 72.000 Soldaten. Stell dir das mal vor. Jesus sagt zu Petrus, wenn ich Gott bitten würde, wenn ich den Vater bitten würde, würde er mir jetzt noch Legionen von Engeln geben, so wie seinerzeit dem Elisa. Kennt ihr die Geschichte von Elisa im 2. Könige Kapitel 5? Zu dem sind auch mal viele Soldaten gekommen, wollten ihn verhaften, wollten ihn töten. Und der Diener, der hat wirklich Angst bekommen, als er im Morgengrauen die Soldaten anrücken sah. Elisa war vollkommen ruhig. Er hat gesagt, oh Herr, mach doch mal seine Augen auf, dass er sieht. Denn Elisa sagt zu seinem Diener, mehr sind die, die mit uns sind, als die mit dem Feind sind, die gegen uns sind. Und der Diener, der hat trotzdem immer noch Angst. Und dann betet Elisa für den Diener und Gott macht seine Augen auf. Und er sieht, dass Engelsheere um den Elisa herumstehen. Und es geht triumphal aus, die Geschichte geht triumphal aus für den Elisa, für den Propheten. Er wird nicht getötet, er wird nicht verhaftet, im Gegenteil. Dieser eine Mann, der verhaftet quasi im Alleingang die ganze Armee der Syrer und führt sie gefangen in die Stadt Samaria, wo sie dann als entwaffnet werden und wieder heimgeschickt werden zum Schluss. Führt jetzt zu weit. Aber Engel mischen im Hintergrund mit. Das ist ein wichtiger Punkt für uns heute Morgen. Engel mischen im Hintergrund mit. Was passiert jetzt also? Ich garantiere euch, nachdem Jesus gemerkt hat, dass der Vater ihn von dem Kreuz nicht verschont, vom Kreuz nicht entlastet, da musste er hin, hat er gebeten, hat gesagt, send mir einen Engel mit Kraft aus der Höhe, der mich unterstützt. Und tatsächlich ist dieser Engel gekommen und hat ihn mit Kraft aus der Höhe gestärkt. Und dann war alles gut. Es gibt einen Dienst von Engeln, einen ernsthaften, echten Dienst von Engeln, der hilfreich ist. Amen. Also, es hat ausgesehen, als ob die Welt einstürzen würde, als ob Jesus vorzeitig nicht am Kreuz, sondern schon in Gethsemane sterben würde. Und Gott hat ihm einen Engel geschickt, der ihn spontan, von seiner Plage befreit hat, ihm Souveränität gegeben hat für den schweren Weg, den er gegangen ist. Engel haben ihn umgeben. Wieder und wieder und wieder sehen wir das. Auch in der Versuchung in der Wüste. 40 Tage wird er versucht. 40 Tage ist sein Leben sozusagen zerbrochen. Und er wird versucht vom Teufel. Er widersteht ihm mit, es steht geschrieben. Schau, Jesus hat es im Garten nicht gesagt. In Gethsemane hat er das nicht gemacht. Er hat nicht gesagt, Vater, es steht geschrieben, dass es mir gut gehen soll und so weiter und so fort. Hat er alles nicht gemacht, sondern er hat sich gefügt in den Willen Gottes zum Schluss. Da kann man noch viel drüber sagen, aber das springt jetzt den Rahmen, springt die Zeit, denn ich will ja weiterkommen hier. Aber wir halten mal fest. Jesus hat im Garten gebeten um Kraft und um Unterstützung durch einen Engel. Er hat nicht einem Engel befohlen zu kommen, sondern er hat den Vater gebeten, bin ich mir sicher. Warum? Ja, weil ein Engel gekommen ist. Und ein paar Minuten später, bei der Verhaftung, sagt er dann zu seinem Jünger, zu Petrus, weißt du nicht, dass der Vater mir noch immer Engelsheere stellen würde, wenn ich ihn bitten würde? Jesus hat den Vater um Engelsunterstützung gebeten. Wie komme ich jetzt drauf? Warum ist mir das jetzt ein Anliegen? Weil mein Glaube angefochten worden ist in diesen Tagen. Okay? Und zwar an einem Donnerstagnachmittag.
habe ich plötzlich Erkältungssymptome. Meine Nase fängt an zu laufen. Ich hüstel rum und fühle mich nicht besonders. Denk mir, jawohl, soll denn jetzt das? Und ich meine, ja, Held des Glaubens, der ich bin, sage ich natürlich, Vater, ich danke dir, dass ich geheilt bin. Herr, du hast mich losgekauft vom Fluch des Gesetzes, zu dem alle Krankheiten gehören. Der Fluch des Gesetzes, von dem wir losgekauft sind, laut Galater Kapitel 3, Vers 13, das steht im 5. Mose 28. Und da steht, alle Krankheiten, auch solche, die überhaupt nicht namentlich aufgeführt sind, gehören zu diesem Fluch, von dem wir losgekauft sind. Also Herr, danke, dass ich losgekauft bin von diesem Fluch durch die Erlösung durch Jesus. Amen. Und danke, Herr, dass es auch im Neuen Testament wiederholt wird. Ja, 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 24. Jesus nahm unsere Krankheiten und hat sie ans Kreuz hinaufgetragen, der unsere Krankheiten, unsere Leiden am Kreuz auf sich genommen hat, steht in der Bibel drinnen. Also, glaubst du, dass ich mich deswegen besser gefühlt hätte? Nö. Viele sitzen dann da und sagen, ich bin geheilt in Jesu Namen, bin ich geheilt. Menno, ich bin geheilt. Jetzt sei schon geheilt. Chatü, Menno, Herr. Und dann fangen sie an zu nölen. In dem Moment, in dem du sagst, Gott, jetzt mach halt, sagst du, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Du glaubst ja nicht, dass Gott im Hintergrund was für dich tut. Nein, dein Glauben ist auseinandergefallen, dein Glaube ist angefochten. Und viel zu viele sind einfach Schönwetterchristen. Wenn alles gut geht, loben sie den Herrn. Und wenn mal alles schlecht geht, dann sagen sie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich habe doch alles richtig gemacht. Und überhaupt, Herr, wo bist du? Ich fühle dich nicht, Herr. Wird erwachsen. Der Herr sitzt auch auf seinem Thron und sendet gute Kräfte in deine Richtung, wenn du es gerade nicht merkst. Okay, also was mache ich? Ich halte fest an meinem Bekenntnis und es wird nicht besser. Dann ist jetzt schon Freitag. Freitag ist immer noch Hüstel- und Nasenlauftag. Okay. Ich habe mir dann hingesetzt und habe mir gedacht, okay, also, ist es so, dass ich geheilt bin? Glaube ich das wirklich, dass ich losgekauft bin, dass das Blut Christi mich erlöst hat von diesem ganzen Zeug? Und ich schaue in mich hinein und ich sage, ja. Es gibt auch Leute, die sagen dann, naja, wenn ich erlöst wäre, dann würde ich das ja merken. Aber das habe ich anders gemacht. Bei mir, ich habe in mich reingeschaut und ich habe gemerkt, ne, egal wie es mir jetzt äußerlich geht, auf einer höheren Ebene bin ich pumperl gesund. Okay? Ist Heilung Gottes für mich da, ist Gesundheit da, ist alles prima. Bin ich davon überzeugt, dass das wirklich so ist? Ja, bin ich. Fühle ich das jetzt? Nein, überhaupt nicht. Dann ist was passiert. Am Samstag hat die Triefnase aufgehört. Aber es ist was anderes dazu gekommen. Es ist keineswegs besser geworden, sondern es ist jetzt zu diesen Erkältungsgefühlen ein Juckreiz dazu gekommen. Leute, wie wenn ich, also jetzt unbekleidet, ja, in ein Brennnesselfeld gefallen wäre. Plötzlich ein Ausschlag am ganzen Körper. Ich meine, meine Frau hat es gesehen, ja. Die Hände geschwollen und jucken. Und wenn du kratzen tust, dann ist es hinterher schlimmer als vorher. Dann reifst du die Hände, weil es so kratzt und juckt und tut. Und wenn du dann wieder aufhörst, dann tun die Hände noch mehr weh als vorher von dem Druck, der ausgeübt worden ist. Dann kratzt du dich hier, dann ist es unter den Armen. Oh, und du denkst, ja, das ist ja unter Armen. Aber ich saß da und habe mir gedacht, okay, Herr, glaube ich wirklich, dass ich geheilt bin in deinem Namen? Ja, definitiv, absolut. Jetzt muss ich nur irgendwie schauen, dass die Kraft Gottes, die Heilung vom Himmel auf die Erde kommt, damit ich hier das empfange. Und ich habe mich hingestellt und habe Gott für meine Heilung gedankt, obwohl ich es ja nicht gemerkt und nicht gefühlt und nicht gesehen habe. Und ich weiß ja, was in Psalm 50, Vers 23 steht. Möglicherweise, hoffentlich du auch. Wer Dank opfert, ein Opfer ist etwas, was dich etwas kostet. Wer Dank opfert, der verherrlicht mich und bahnt einen Weg, ihn werde ich das Heil Gottes sehen lassen. Okay, also ich bin hier in der Dunkelheit und opfer Dank. Danke, Herr, für Heilung.
und kratzt mich dabei wie verrückt. Und ich dachte mir, ey, das muss aufhören. Na, ich lag dann in der Nacht, da Samstag auf Sonntag jetzt, um 4 Uhr morgens wache ich auf und mich juckt es und ich denke, das kann ja wohl nicht wahr sein. Na, und ich kratze mich, tue da rum und bin also die ganze Zeit praktisch wach, weil du kannst in dem Zustand nicht schlafen, unmöglich. Ich habe dann zu meiner Frau gesagt, hey, nachdem du jetzt halt so bewährte Dozentin in der Bibelschule bist, hast du eine Botschaft für die Leute heute, während ich hier mich mit dem Herrn unterhalte. Und plötzlich ist mal was gekommen. Also beim Nachdenken über das Wort Gottes kam mir plötzlich, was hat Jesus gemacht, als er im Garten war und so angefochten war, als er mit so einer unangenehmen Situation konfrontiert war. Plötzlich kam mir so der Gedanke, Jesus hat um Engel gebeten. Er hat Kraft bekommen durch einen Engel erstens und zweitens ein paar Verse weiter hat er gesagt, er könnte jederzeit um Engel bitten. Mir kam so boing plötzlich der Gedanke, bitte um einen Engel, um Kraft aus der Höhe, Heilungskraft aus der Höhe, die dir gebracht wird durch einen Engel. Bitte drum. Noch nie gemacht, okay? Dachte mir, was kann es schaden, ja? Nix. Ich habe mir gedacht, nee, das stimmt schon. Denn im Hebräerbrief, Kapitel 1, Vers 14, da heißt es ja, sind sie nicht alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil erben sollen. Und ich stand schon da und habe gesagt, Herr, ich lebe vor dir. Okay, ich lebe nicht mit verborgenen Sünden. Mir ist nichts bewusst. Herr, ich habe ein Anrecht drauf, hier im Segen zu leben. Ich habe ein Recht drauf. Ich habe wie ein Rechtsanwalt meine Punkte vom Herrn gebracht, warum ich also das haben will. Und plötzlich kam eben dann diese Inspiration, dieser Gedanke. Jesus hat gesagt, er könnte jederzeit um Engel bitten und Gott würde ihm Engel senden. Und ich dachte mir, ja genau, Engel im Hintergrund, Engel, die da wirken. Und dann kam mir, wie gesagt, Jesus hat ja Hilfe durch einen Engel bekommen in Gethsemane und alles war anders. Also stelle ich mich hin bei mir im Wohnzimmer und sage, Herr, ich bitte dich jetzt, so wie Jesus das hätte tun können und wahrscheinlich getan hat, um einen Engel mit Kraft aus der Höhe, der mir Heilung und Linderung verschafft. Denn ich habe ein Anrecht als Kind Gottes, bin erkauft durchs Blut Christi und die Heilung, die gehört mir auch. Amen. Das war so um 10 Uhr am Sonntagmorgen. Und um 11 Uhr, 12 Uhr ist mir aufgefallen, dass es mich nicht mehr juckt. Und ich habe meine Hand angeschaut, war immer noch geschwollen, aber diese roten Flecken und so waren weg. Ja? Ich habe so das Hemd hochgezogen, was ich euch jetzt erspare. Ja? So, es war noch ein bisschen rötlich und so, aber es war nichts mehr da. Es hat nicht mehr wehgetan. Und um 12, um 1 ungefähr habe ich dann gemerkt, alle Symptome sind vollkommen weg. Da ist nichts mehr mit Husten, nichts mehr mit Schnupfen, nichts mehr mit Heiserkeit, außer der üblichen Heiserkeit, die ich so habe, ja. Jucken, es juckt überhaupt nicht mehr, nichts juckt, nicht, es juckt mich nicht mehr. Ich bin geheilt worden, ich bin spontan geheilt worden und habe es noch gar nicht bewusst gemerkt. So zwischen 10 und 12 am Sonntag, letzte Woche. Also Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, 3 Tage, echt ätzend. Und dann plötzlich von du kannst nicht schlafen und es juckt dich und so weiter, bis Wumms, alles ist weg innerhalb von 1-2 Stunden. Ich sage euch mal, was da passiert ist. Gott kam an. Ich sage euch, was passiert ist. Ich habe das versucht zu rekonstruieren, was mir da passiert ist. Erstens habe ich den Herrn darum gebeten, dass er mir einen Engel schickt, okay, mit Heilungskraft. Dann habe ich gewartet. Du sagst, es ist ja echt heiß, was du hier erzählst. Ja. Und dann ist was passiert. Der Moment, in dem es besser geworden ist, war folgender Moment. Habe ich nicht bewusst vollzogen. Kam mir nur jetzt später beim drüber nachdenken in dieser Woche. Plötzlich kam mir ein Gedanke in meinem Büro daheim. Wenn der Teufel als ein zum Wurm reduziertes Schlangenwesen aus dem geistlichen Bereich rüberlangen kann und Leute krank machen kann, dann kann Gott, der oberste aller Geister, Geistwesen, das oberste Wesen überhaupt, definitiv rüberlangen und diese Krankheiten rausschnippen aus den Leuten.
diese Überzeugung, die wumm, die kam so plötzlich über mich. Dieser Gedanke, der kam so über mich. Wisst ihr, was ich mir so einbild? Mir war, als ob dieser Engel dastehen würde und mir das eingeflüstert hätte. Wenn der Teufel rüberlangen kann und Leute krank machen kann, im Natürlichen, dann kann Gott rüberlangen und kann Menschen gesund machen. So vom Geist ins Natürliche hinein. Und mir ist es nicht aufgefallen, es war mir nicht bewusst, aber das war der Moment. Es war der Moment, an dem es besser geworden ist. Und ich laufe dann also rum, mache weiter, was immer ich gemacht habe. Ja? Und plötzlich stelle ich fest, es ist alles anders. Es ist alles anders. Es ist wie, was auch nicht, wie wenn es rausgewaschen worden wäre. Vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen. Okay? Falls du mal in so einer Situation bist. Denk dir mal drüber nach. Lass es mal auf dich einwirken. Vielleicht spricht es ja zu dir auch. Spricht es zu irgendjemandem heute Morgen? Okay. Dann lass es mal einwirken und denk drüber nach. Denn wir sind in derselben Position wie Jesus. Wir sind in Christus. Wenn wir in Christus sind, dann bedeutet es, dass auch, dass seine Kräfte uns zur Verfügung stehen, dass er wirksam wird für uns. Amen. Wie ging es dann weiter? Naja, ich nahm dann ganz normal am Tagesgeschehen teil am Sonntag. Meine Frau, die weiß es ja, die kam heim. Also ich hab noch nicht das Bedürfnis gehabt, jetzt fortzugehen, okay? Es war noch nicht so 100, okay? Es war vielleicht so 80, so vom Befinden her, verstehst du? Montag war dann nochmal Tag, an dem es schon gut ging, aber ich jetzt nicht unbedingt da weg wollte. Aber wir hatten dann Gäste da und alles war prima, war alles super. Und am Dienstag stand ich dann um 8 Uhr hier auf der Matte und habe zusammen mit unserem Allround-Talent der Claudia und mit dem Jürgen die hunderte von Stühlen reintransportiert, vom Laster aus reintransportiert, gestapelt, rübergetan, aufgestellt, gemacht, getan und hier sitzt heute drin. Okay? Also von totales Elend am Sonntag zu ziemlich gut am Sonntagnachmittag bis fit wie ein Turnschuh am Dienstag mit der Arbeit hier. Und dann am Freitag war ich tatsächlich auf einer Jagd, ja. Amen. Okay, gut, jetzt lass mich auf Folgendes eingehen. Wir liegen gut in der Zeit. Bringt das irgendjemandem was heute Morgen? Okay, bis uns Gedankenfutter zum drüber nachdenken. Jetzt lass mich noch was eingehen. Aufgrund ein paar grundsätzliche Dinge. Ist es Gottes Wille, jeden zu heilen? Das ist nämlich die Frage. Leuten geht's gut und die glauben das, solange es gut geht. Wenn sie aber mal angefochten werden, wie gesagt, fallen manche auseinander wie ein Koffer für 2,49 Euro. Manche fallen auseinander wie ein Koffer für 1,49 Euro. Und das ist dann wirklich betrüblich. Pastor, was ist los? Hat Gott mich verlassen? Nein, du erlebst nur, was auch Jesus erlebt hat, was alle anderen auch erleben, was ich auch erlebt habe. Zunächst mal, im Garten, in Eden, in der ursprünglichen Schöpfung gab es keine Krankheit. Amen. Krankheit ist eine Wirkung des Falls, des Sündenfalls. Erst danach lesen wir von Krankheiten, diesen Dingen. Jesus, Gott im Fleisch, hat niemanden krank gemacht, sondern hat Leute nur gesund gemacht. Im Apostelgeschichte Kapitel 10, Vers 38, dort predigt Petrus den Römern, dem Cornelius und seinen Leuten, und er sagt, Jesus von Nazareth, das kleine Einmaleins, der umherging und wohltat und alle heilte, wie viele heilte? Alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Mit dem Menschen, Jesus, war die Salbung des Heiligen Geistes, waren die Kräfte Gottes. Das will Petrus damit ausdrücken. Also, Jesus, unser Vorbild, Jesus, an dem wir uns orientieren, hat alle geheilt und niemanden krank gemacht. Ja, aber Pastor, in der Bibel, vor allem im Alten Testament, steht doch, dass Gott Menschen krank gemacht hat. Wohl, steht doch im Neuen Testament. Wo? Apostelgeschichte Kapitel 12. Da gibt es einen bitterbösen König namens Agrippa. Der lässt den Apostel Jakobus mit dem Schwert hinrichten. Und den Petrus, den verhaftet er, um ihn auch töten zu lassen. Ich sag mal, wenn du Christen verfolgst und Blut fließen lässt, dann verwirkst du dein Leben vor Gott. Okay, und was ist passiert? Ein Engel des Herrn kam, schlug ihn und von Würmern zerfressen starb er. Brustmahlzeit brauche ich nicht. Amen.
Wisst ihr was? Deswegen werde ich es auch nicht so machen wie der Agrippa. Ja, ich werde definitiv keine anderen mit dem Messer abmurksen. Erstens. Und zweitens, Christen verfolgen und über die schlecht reden und so weiter, werde ich definitiv nicht machen. Ja, wir haben durchaus den einen oder anderen Kritiker, die können gern kritisieren, aber ich werde mich da nicht dran beteiligen. Okay? Ich denke mir dann, bei manchen Spezialisten, die schreiben oder reden, denke ich mir, hey, lass mal's. Blinde Blindenleiter sind es oft. Okay? Die eine bestimmte Materie nicht durchdrungen haben. Und das merkst du halt, wenn du das liest, was sie da sagen oder was sie da schreiben und so. Da muss man sich ja gar nicht groß drum kümmern. Aber das ist nicht mein Punkt. Das war es erstens. Das war ein Nicht-Christ, das war ein Böser. Und dann ist es noch jemandem passiert. Und zwar in der Gemeinde in Thyatira. In der Offenbarung, Kapitel 2, ziemlich am Ende des Kapitels. Da sagt Jesus, ihr habt in der Gemeinde eine Sprecherin, eine Prophetin namens Isabel. Die bezeichnet sich als Prophetin und die lehrt meine Jünger, die Christen, die Gemeindemitglieder, dass es in Ordnung ist, Ehebruch zu treiben. Okay? Und dann sagt Jesus, ich habe ihr Gelegenheit gegeben, Buße zu tun, macht sie aber nicht, will sie nicht. Ich werde sie und die mit ihr Ehebruch treiben, aufs Bett werfen und so weiter und so fort. Aufs Krankenbett, sie Übersetzung, also das ist die Leseart von den meisten Auslegern da. Also Krankheit hängt hier mit Sünde zusammen. Diese Dinge kommen vor, da ist dann Gott dahinter. Und ich sag mal, wenn Gott dich krank macht, okay, oder wenn Gott es zulässt, dann gibt es da keine Heilung dagegen. Da musst du dann wirklich Buße tun und schauen, wie du dich dann mit Gott arrangierst, definitiv. Aber davon reden wir hier nicht. Wir reden hier von Leuten, die vom Teufel überwältigt waren. Du hast ein gutes Gewissen. Du magst nichts Schlechtes. Du magst nichts Böses und landest trotzdem in der Krankheit. Das gibt's auch. Was magst du dann? Dann gehst du so vor, wie wir das jetzt heute Morgen ein wenig besprochen haben. Amen. Aber ich bin noch nicht ganz fertig. Lass mir noch ein paar Sachen sagen. Jesus, unser Vorbild, hat alle geheilt und er hat bedingungslos geheilt. Das sind alles Dinge, die du auf dich einwirken lassen musst. Solange du glaubst, dass Gott Menschen krank macht, wirst du von Gott keine Heilung empfangen können. Du wirst sagen, ja, manche andere, die werden geheilt, aber ich, oh, wer weiß, was zwischen mir und Gott steht. Vielleicht nichts. Aber solange du denkst, dass Gott Menschen krank macht, wirst du keine Heilung empfangen können. Das ist meine Erfahrung, okay? Ganz einfach. Erst dann, wenn du durchgedrungen bist zur Überzeugung, Gott will meine Gesundheit, können wir darüber reden. Wird es was? Deswegen spreche ich dir heute Morgen ein wenig drüber. Also, woher weiß ich, dass Jesus bedingungslos geheilt hat? Pass auf, wunderbares Beispiel. In Matthäus Kapitel 5, 6 und 7 hält Jesus die Bergpredigt und ist da ziemlich streng. Ist dir das schon mal aufgefallen? Er sagt dort, ja, früher hieß es Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber heute, bei mir, bei den Christen, ist es so, dass du nicht mal schlecht über den anderen reden sollst. Sonst kommst du unter ein Gericht. Wenn du zu deinem nächsten Narr sagst, dann bist du schon dem Gericht fällig und so. Also das ist ziemlich wild, ja. Viele andere Sachen, viele andere strenge Sachen, die eigentlich schwierig zu halten sind, sagt Jesus da. Und ein Mann, ein Aussätziger, der hört das alles wohl. Und er ist sich völlig bewusst, dass er nichts von dem, was Jesus hier anbringt, in der Lage ist zu halten. Er ist vollkommen unfähig, das zu machen, was Jesus hier gepredigt hat. Das sind übrigens alle Menschen, okay? Es ist viel zu schwierig, was Jesus da anbringt. Das kannst du aus eigener Kraft nicht halten. Brauchst du die Kraft Gottes dazu? Musst du von neuem geboren werden dazu, dass du das kannst? Das ist ja Sinn und Zweck und Witz der Sache. Okay, gut. Also Jesus hält jetzt also diese dramatische Predigt und dieser Kranke, der hört zu und sagt, hey, das halte ich alles nicht, das kann ich alles nicht halten. Wenn das die Bedingung für Segen ist, kann ich es total vergessen. Und dann geht Jesus vom Berg runter und in dem Moment geht dieser Aussätzige auf Jesus zu und er sagt, Rabbi, wenn du willst, kannst du mich heilen. Dass du das kannst, das hast du schon oft bewiesen. Aber willst du das? Denn ich bin ja gar nicht so, wie du das eigentlich gerne hättest. Ich bin ja nicht so, wie du das gerne hättest. Bist du trotzdem bereit, mich zu heilen? Wenn du willst, kannst du. Willst du, ist die Frage, Herr. Und was macht Jesus? Fängt er ein Gespräch mit ihm an? Sagt er, lass dir einen Termin geben, damit wir dann Seelsorge machen können, stundenlang und stundenlang und stundenlang, mit massenweise vollgeschriebenen Blocks voller Notizen
über Sünden und Sünden der Ahnen und der Urahnen und so weiter und so fort. Macht Jesus alles überhaupt nicht. Wisst ihr, was Jesus macht? Er streckt seine Hand aus und sagt, ich will, sei geheilt. Und der Aussatz, Lepra, verschwindet aus dem Mann. Und er geht hin und ist geheilt. Was musste er dafür tun? Nichts. Er hat sich an Jesus gewendet und hat dieses Ich will geglaubt. Glaubst du, das Ich will Christi auch? Das wäre der Punkt jetzt. Glaubst du, dass wirklich Gott deine Krankheiten in Jesus getragen hat, dass er die aus dem Weg geschafft hat? Dass er deine Sünden und die Folgen deiner Sünden, dass er die neutralisiert hat, dass er das wirklich gemacht hat? Wenn du das glaubst, dann wirst du Heil und Segen erleben. Und wenn nicht, dann musst du noch ein wenig an diesen Überzeugungen arbeiten. Das nimmt dir niemand übel. Und geh auch zum Doktor, es ist völlig in Ordnung. Wir wollen ja, dass du gesund bist. Aber komm nicht zu mir und sag zu mir, oh, es ist Gottes Wille, denn wenn es nicht sein Wille wäre, dann würde mich ja heilen. Pass mal auf, wenn du glaubst, dass es Gottes Wille ist, dass du krank bist, dann dürfst du nicht zum Arzt, denn sonst lehnst du dich gegen Gottes Willen auf. Ding, dong. Die meisten kommen da nämlich nicht drauf. Die sagen, es ist Gottes Wille, dass ich gesund, dass ich krank bin. Und dann rennen sie zum Doktor. Zum Feind des Willens Gottes. Hallo, meine Damen und Herren, das ist doch Quatsch, oder? Amen. Lass mir noch ein paar Verse weitermachen. Also, es ist durchaus wichtig, sauber zu leben. Aber Jesus hat es nicht zur Voraussetzung gemacht. Er hat nur eines zur Voraussetzung gemacht. Wenn du Segen haben willst, musst du glauben. Wisst ihr, was er dem Mann aufgetragen hat, nachdem er geheilt wurde? Er hat ihm aufgetragen, ein Opfer zu geben. Das ist übrigens eine gute Idee. Das ist eine wirklich gute Idee. Wenn du von Gott etwas Gutes empfangen hast, gib ihm ein Opfer dafür. Sag ihm in irgendeiner Form, danke. Nimm es nicht einfach, wird ja auch Zeit, sondern dank ihm. Und das machst du mit deinen Worten schon klar, aber lass es auch materiell sein. Wenn du einen materiellen Segen bekommen hast, wie eine Heilung, ja, dann ist es in Ordnung, wenn du ihm einen Dank gibst. Das ist das, was hier auffällt in Matthäus Kapitel 8. Jesus sagt diesem Mann, der geheilt wurde, geh hin und opfere. Ich dachte mal, okay, gut, muss ich mir merken. Amen. Aber jetzt nochmal, es ist wichtig, sauber zu leben, aber die Voraussetzung für Gesundheit, für Heilung, für Segen ist wirklich nur der Glaube. Ansonsten hätten wir auch gar nicht gerettet werden können, wenn Gott nur heiligmäßige Leute hören würde. In der Bibel ist die Rede von der Hure Rahab. Jedes Mal, wenn in der Bibel auftaucht, heißt sie die Hure Rahab. Alles klar, Herr, wir checken es, wir kapieren es. Sie war nicht heilig, aber sie hat geglaubt. Und deswegen wurde sie vor dem Untergang Jerichos gerettet, als einzige mit ihrer Familie, weil sie geglaubt hat. Dann hat sie natürlich ihren Beruf an den Nagel gehängt, ja, und hat sich zu einer vorbildlichen Frau des Glaubens entwickelt, muss man auch sagen, natürlich. Hat es alles gelassen und hat dann hinterher jemanden geheiratet, der zum Urahn Christi Jesu wurde. Amen. Dann wir haben noch andere, die interessant waren. Jakob, der Betrüger zum Beispiel, der gelinkt hat und betrogen hat, was es Zeug hält. Dem ist Gott auch entgegengekommen, hat ihm die Himmelsleiter gezeigt. Hat er nicht verdient. Gott ist ihm trotzdem entgegengekommen. Er kommt auch dir entgegen, obwohl du es nicht verdienst. Du musst also nicht erst besonders gut werden. Du musst deine Sünden sehr wohl ausräumen. Wenn du ganz klar mit einer Sünde lebst und Gott dich davon überführt hat und dir sagt, hallo, dann ändere das. Amen. Dann biegt es hin. Ansonsten gibt es für dich kein Heil und keinen Segen. Glaube mir. Du wirst dich dann durchs Leben schleppen wie eine Heuschrecke, die sich überfressen hat, okay, im Sommer. Du musst erst deine Beziehung zu Gott bereinigen, wenn er kommt. Wenn aber nichts auf deinem Gewissen liegt, dann bist du in Ordnung und dann greif zu und sag, danke Herr, dass der Segen unterwegs ist. Und fang nicht an, die Faust zu schütteln. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Amen. Der Auftrag Jesu an seine Apostel war, wer an mich glaubt, wird auch die Werke tun, die ich tue. Und größer als diese, weil ich zum Vater gehe. Jesus sagt allen Ernstes, pass mal auf, was Jesus sagt. Denn die Leute kommen natürlich und sagen, ja, das war damals, Wunder sind passiert, als Jesus
auf der Welt war und die Apostel, da sind Heilungen geschehen, alles klar. Aber jetzt nicht mehr. Wenn Jesus wieder da ist, dann geht's wieder weiter. Als ob jetzt hier irgendwie nichts los wäre. Leute, das stimmt überhaupt nicht. Denn Jesus ist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Jesus sagt, geht hin, predigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Auf Deutsch, jetzt und hier ist Himmel auf Erden. Und dann fährt er fort. Matthäus Kapitel 10, Vers 8 und sagt, heilt Kranke, weckt Tote auf, reinigt Aussätzige, treibt Dämonen aus, was man halt so macht im Gottesdienst. Hallo, das sagt er einfach so, das stellt er einfach so in den Raum. Umsonst habt ihr empfangen, umsonst gebt, macht kein Geschäft aus einem erfolgreichen Heilungsdienst, sondern freut euch. Bin da geplättet, wenn ich das höre. Das ist der Auftrag Christi an seine Apostel, das er übrigens nie zurückgenommen hat. Gott hat uns vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes ähnlich zu sein. Und Jesus hat im Sieg gelebt. Du sollst auch im Sieg leben. Glaubst du das? Dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, heißt nicht nur, dass wir charaktermäßig draufkommen sollen wie Jesus, sondern auch, dass wir seine Taten tun sollen, in seinem Sieg leben sollen, in seinem Sieg Gebetserhörungen haben sollen. Und ich muss ehrlich zugeben, das ist neu für mich gewesen jetzt, dass ich krank bin und es nicht gut ist und innerhalb von 2 Stunden oder noch weniger, ja, ist alles weg. Fand ich hilfreich, ich habe mir gedacht, muss ich mal untersuchen aus dem Wort Gottes und euch mitteilen. Amen. Du sagst jetzt vielleicht noch, das ist mein letzter Gedanke jetzt, du hast schon mal für jemanden gebetet und er ist nicht geheilt worden. Du hast für einen gebetet und er ist nicht geheilt worden. Bet mal für mehrere, nicht nur für einen, sondern bet mal am besten für viele, wenn dich das interessiert, Heilung zu bringen, Leuten zu bringen. Bet mal für viele. Auch wenn viele nicht geheilt werden, der ein oder andere wird es dann doch und plötzlich weißt du, wie das geht und bekommst da eine gewisse Glaubenszuversicht und dann wird es alles was anders. Was, wenn nichts passiert? Ja, aber was, wenn was passiert? Und ja, es stimmt, es wird nichts passieren manchmal. Ist mir auch schon passiert auf der Bühne. Na und? Betest du für jemanden anderen und mit dem wird es dann was. Wir lernen in diesen Dingen miteinander, aber es ist doch wunderbar, wenn man so eingeweiht wird in die Geheimnisse Gottes, finde jetzt ich. Amen. Halleluja. So. Vater, wir haben dein Wort gehört. Und wir bekennen, wir glauben an deinen guten Willen. Und Vater, so bitten wir dich jetzt, dass du Engel Gottes vom Himmel auf die Erde kommen lässt, Herr. Mit Heilung, mit Heil, mit Segen, mit Befreiung. Befreiung von Zwangsgedanken. Zwangsgedanken werden jetzt gesprengt im Namen des Herrn Jesus. Langwierige gesundheitliche Probleme lösen sich in Wohlgefallen auf im Namen des Herrn Jesus. Vater, wir danken dir für die Wirksamkeit deines Geistes und die Wirksamkeit deiner Engel. Wir empfangen, Herr. Und wir nehmen mit, Vater, in den Tag und in die Woche, was wir uns von dir gebracht haben. In Jesu Namen. Amen.